Kosmos hier mit eurem Update zum Tag. Alexej Nawalny soll in diesen Minuten in einem Eilverfahren verurteilt werden. Ihr habt es mitbekommen, direkt nach seiner Rückkehr nach Russland gestern wurde der Regimekritiker festgenommen. In den vergangenen Monaten hatte er sich ja hier bei uns in Deutschland von einem schweren Giftanschlag erholt. Kosmo-Reporterin Katja Garmasch, Nawalny ist ja der Hoffnungsträger für viele Russen. Und auch hier in Deutschland gibt es ja eine riesige russische Community. Wie waren denn die Reaktionen auf diese Verhaftung? Die Community ist natürlich gespalten. Es gibt auch Putin-Fans, die immer gegen Nawalny sind. Aber selbst die sind gerade verstummt, weil es eigentlich unnötig ist, was Putin macht. Denn Nawalny ist eigentlich keine richtige Gefahr für den Putin. Und viele Putin-Kritiker sagen aber, Putin verliert langsam den Verstand. So zum Beispiel wie Anna. Sie ist eine Illustratorin aus Köln. Die Tatsache, dass er jetzt auf diese Art entwaffnet wird, zeugt davon, dass Putin nicht mehr unterscheiden kann, wer eine wirkliche Gefahr für ihn ist. Der schlägt um sich rum wie ein Sterbender, der Geister sieht. Das hatte seine seit Jahren auf Manipulationen und Lügen gebauten Politik zu verdanken. Man sagt ja schön, wenn man mit Monster kämpft, soll man aufpassen, dass man selbst kein Monster wird. Also Putin, der eigentlich gegen Geister kämpft und seinen Verstand verliert. Nawalny hat tatsächlich millionenfach Schulden in Russland und könnte Putin gar nicht zerschlagen, selbst wenn er wollte. Das ist fast wie so ein klassisches Filmding, gut gegen böse. Was sonst sagen die Leute darüber, was da gerade abgeht in Russland? Ja, ich bin schon gespannt, wer das Drehbuch verfilmen kann. Die sagen, das ist eben dieses Weiß und Schwarz. Und viele sind natürlich auch erschrocken über die drakonischen Maßnahmen, die gerade ergriffen werden. Aber viele andere sehen wiederum ein Happy End am Horizont, so wie Misha Nodelmann, der ist ein bekannter Geiger-Musiker aus Köln. Die glorreiche Rückkehr von Nawalny ist heute schon ein Sieg für ein freies Russland der Zukunft, das gerade live vor unseren Augen stattfindet. Und die Reaktion von Putin, dieses monströse Polizeiaufgebot, eine Armada von Sicherheitsfahrzeugen überall in Moskau, willkürliche Festnahmen an Flughäfen und auch in den Regionen, das ist nichts anderes als Paranoia. Sie haben sogar Angst, Nawalny zu einem Gericht zu fahren. Deswegen lassen sie das Gericht zum Nawalny kommen. Das alles macht deutlich, Alexej hat diesen Kampf bereits gewonnen. Jetzt wünscht man sich, dass er daraus lebend rauskommt. Und das hängt von uns allen ab, auch von uns hier. Das sagt Misha Nodelmann, der Musiker aus Köln. Und man kann sich dem nur anschließen. Reaktionen also aus der russischen Community über das, was gerade in Russland passiert mit Alexej Nawalny. Er ist festgenommen worden. Er wird wohl in diesen Minuten verurteilt von einem Eilgericht. Katja, gibt es irgendeine Perspektive, eine Idee, was da für ihn drohen könnte? Wahrscheinlich viele Jahre Gefängnis, damit er einfach von der politischen Bühne endlich wegkommt und schweigt. Aber ich glaube, dass Putin sich selber damit trotzdem diskreditieren wird. Und mal hoffen, dass Nawalny uns verschont bleibt. Gut, sobald das Urteil da ist, erfahrt ihr es natürlich hier in Kosmo.